Seid gegrüßt, liebe Anwohner aus Berlin-Friedrichshain. Ihr könnt euch jetzt über einen ganz besonderen Service freuen, denn euer Vermieter hat euch diesen neuen und total praktischen Geldautomaten vor die Türe gestellt. Wenn man die Tür filmt, kann man schon sehen, wie gut man hier durchkommt. Da ist kaum ein Durchkommen mit dem Kinderwagen. Das brummt ziemlich laut. Das ärgert mich jeden Tag. Ja, wenn ich rausgehe, reingehe, kriege ich die Kratzer, wenn ich die Scheiße da sehe. Contenance, gute Frau. So ein Geldautomat ist total lukrativ. Also für den Vermieter. Wer sowas auf sein Grundstück stellt, kann bis zu einem vierstelligen Betrag daran verdienen. Sie haben keine Nachteile. Versprochen. Sie haben dann die Klingelanlage, die immer noch nicht geht. Die war auf der Seite von dem Ding. Ja, haben sie einfach abgenommen und angeklebt. Auf die andere Seite. Da sind keine Leitungen drin jetzt. Ja, das heißt, wir haben keine Klingel mehr. Wir sind auf der permanenten Jagd nach unseren Paketen. Keiner weiß, wo sie landen. Wir kleben hier Zettel hin und die Pakete sind nicht auffindbar in der ganzen Nachbarschaft, in den Paketshops, weil nicht zustellbar. Oh, da muss man doch nicht so traurig gucken. Da kommt doch ein Paket. So, jetzt erstmal hochkant, so, nochmal ein bisschen drehen, dann doch lieber schieben und ja, passt doch. Was ist, wenn das Haus brennt? Ja, da kommt keiner mehr rein und raus. Ich habe das ausgemessen, es ist 1,08 Meter breit, was wir jetzt noch an Hauseingang haben. Und baurechtlich müsste es 1,20 Meter sein. Das heißt, von daher ist es aus brandschutzrechtlichen Gründen eigentlich zu schmal. Das haben Sie doch gar nicht zu beurteilen. Ob der Automat hier eine Gefahr darstellt, prüft jetzt das Bezirksamt. Und wem das Amt zu langsam arbeitet, der kann ja auch ausziehen. Also zumindest, wenn die Möbel durch die Tür passen.